Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom LS22 auf der Ulstream Farm. Wir sind immer noch auf dem Feld 7 mit unserer Baumwollmission, die wir gleich abschließen werden. Wir haben ja noch die letzten zwei Bahnen, würde ich sagen. Und dann sind wir schon durch damit. Dann schnappen wir uns den Anhänger und fahren die Balle mal schön weg. Bei den Auftrag in der letzten Folge schon angefangen, wie man unschwer erkennen kann, weil ich mal Bock hatte auf was anderes und nochmal eine Runde Baumwolle zu ernten. Weil ich Baumwollernte wirklich cool finde und da einfach Bock drauf hatte, das zu machen und ich mir ein bisschen Geld davon erhoffe. Der Auftrag an sich bringt uns 1500, 600 Euro, irgendwie sowas in den Dreh. Aber ich hoffe, dass das, was von der Ernte am Ende hängen bleibt und wir da noch ein bisschen was in die eigene Tasche bekommen, was dann für uns ganz gut wäre. Ja, unser Helfer auf dem Feld, wie heißt das Feld nochmal? Unserem Feld 56 mit den Sojabohnen ist fertig. Ich bin gespannt, wenn wir gleich hinfahren, ob der das ordentlich gemacht hat oder ob wir da wieder ein komplettes Desaster vorfinden. Ich hoffe nicht, ich bin wirklich gespannt, aber wir machen erstmal das hier kurz fertig und dann muss danach um das Feld da oben kümmern, um die Sojabohnen. Unser Abfahrer steht schon oben. Deswegen bin ich umso gespannter, wenn wir gleich da einsteigen, ob das auch wirklich ordentlich gemacht wurde, ob wir da... Na komm, wir werfen mal ganz kurz einen Sneak Peek dahin. Ja, hätte ich euch auch schon spoilern können, dass das nicht funktioniert. Es ist der Helfer, der Giants-Helfer. Das war ja schon mal klar, dass da... Naja gut, dann bessern wir es gleich aus. Aber zuerst schnappen wir uns den kleinen John Deere hier. Auch ein wirklich schöner Traktor, wie ich finde. Und fahren damit mal die Baumwollballe weg. Ich mag den Traktor echt ganz gerne. Den habe ich bis jetzt auch erst einmal gefahren. Habe ich mir einmal gekauft auf einem Spielstand. Er hat nicht viel PS, der ist nicht so krass. Aber mir gefällt er halt optisch sehr, sehr gut. Ich bin generell ein großer John Deere Fan. Ich mag die sehr, sehr gerne. Das sind schöne Traktoren. Mir gefällt das Grün, mir gefällt das Design. Auch gerade die größeren Traktoren. 7R, 8R, 6R. 6M ist so ein bisschen nicht mein Favorite, aber alle anderen Traktoren von John Deere wirklich, wirklich cool. Die mag ich echt ganz gerne. Auch die anderen Geräte, Drescher und was man eigentlich alles noch hat. Wirklich coole Geräte. Aber da schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblingstraktor ist oder eure Lieblingstraktormarke im Spiel oder vielleicht auch Traktormarke, die gar nicht im Spiel enthalten ist und die ihr euch wünschen würdet, wo ihr sagt, die gibt's leider nicht oder die gab's mal, ist aber rausgenommen worden, gibt's ja auch. Die Räder sind wieder so breit, naja. Es gibt ja auch Marken, die es gar nicht mehr gibt im Spiel, da gab's mal Stara oder Stara, wenn man das hieß, das gab's ja mal, das ist nicht mehr mit drin. Und so weiter und so fort. Da gibt es ja einige Marken, die nur noch ganz knapp vertreten sind oder halt auch gar nicht mehr. So, B war der richtige Knopf. Dann laden wir das mal ganz kurz auf. In der Zwischenzeit gucke ich mal noch ganz kurz, ob wir das große Feld schon angesät hatten. Nee, Feld 2 ist nicht angesät. Wann sät man den Raps an, liebe Leute? Rapssaat ist schon vorbei. Oh, 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 oh. Rapssaat ist vorbei. Na? Da haben wir verkackt, Leute. Da haben wir wirklich... ganz arg verkackt. Die Rapssaat, ich habe die Rapssaat vergessen. Kein Problem. Dann säen wir halt Sorghumhirse an. Ja, oder ein zweites Sojafeld. Mal gucken, aber ich tendiere zu Sorghumhirse, weil das ist auch eine wirklich geile Fruchtsorte. Wo kommt das Zeug hin? Spinnerei. Spinnerei ist da. Das Coole an den Produktionen ist halt auch, dass so ein bisschen auch so, ja, da... streiten sich vielleicht auch die Meinungen zu. Angenommen, ich würde die Spinnerei jetzt kaufen. Ich kaufe die Spinnerei jetzt. Und ich muss dann den Ballen da reinladen. Bekomme ich Geld für die Mission. Und ich kann den Ballen weiterverarbeiten zu Stoff. Das haben wir mal im Multiplayer auf der Elm Creek gehabt. Da hatten wir alle Produktionen gehabt. Ich hatte da einen sehr großen Baumwollhof mit... wo ist die Spinnerei genau? Hier links. Mit zwei Spinnereien und zwei Schneidereien. Und ich hatte am Ende auch zwei Ölmühlen da rumstehen. Und es kam öfter mal vor, dass Mitspieler Baumwollmissionen angenommen haben, wo sie die Baumwolle in meine Spinnerei liefern mussten. Das heißt, die haben eine Mission gemacht und ich habe die gesamte Ernte von dem gesamten Feld bekommen. Genauso gab es auch Leute, die haben eine Mission gemacht und mussten also eine Getreidemühle von einem anderen Mitspieler bringen und so weiter und so fort. Also andauernd haben Mitspieler von den Missionen anderer profitiert. Ich auch natürlich.
immer von den Missionen anderer. Wofür man eigentlich gar nichts gemacht hat, hat man quasi dann immer die Ernte von der Mission bekommen, komplett, und hat daraus dann riesen Cash gemacht. Auf der einen Seite ist, wenn der Landwirt, dem das Feld dann virtuell gehört und der dem jetzt den Auftrag gibt, sagt, ja, bring's dahin. Logisch. Macht Sinn. Das Ding ist halt, die Ware wird ja eigentlich angekauft von der Spinnerei und nicht for free. Das hat so ein bisschen. Das hat seine Vor- und Nachteile, das Ganze. Das hat so ein bisschen was von. Es ist nicht ganz durchdacht und ist so ein bisschen. Hat so ein bisschen was von Cheaten fast. Auch wenn es unabsichtlich ist und vor allem auch im Spiel so vorgegeben. Dann seid ihr das natürlich cool und hat auch was Realistisches. Aber jetzt auch mal gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich fand es ganz cool, weil das war so ein Geben und Nehmen. Und naja, was der eine dann in die Produktion bekommt, bekommt der andere halt auch mal irgendwann rein bei einer anderen Mission. Das war also mal der eine, mal der andere. Und ich fahre die ganze Zeit falsch. Ich komme hier nie zur richtigen Stelle. Ich weiß nicht, wo ich da hin muss. Ja, in der letzten Folge, wo ich mich auch komplett verfahren habe, aber das war nicht verfahren im Sinne von, ich weiß nicht, wo es lang geht, sondern es war verfahren im Sinne von, ich habe mich verquatscht und habe einfach nur vergessen, an der richtigen Stelle anzuhalten und bin komplett durchgerannt. Ja, hier rein. Ja, genau, hier vorne. Perfekt. So. Hier ist die Traubenverarbeitungsanlage. Trauben macht sich ja cool auf der Karte hier. Im, ja, ich würde sagen, Frankreich-Setting kommen Trauben sicher auch ganz gut, so prinzipiell. Aber das kostet eine Menge, Menge Geld und das Geld haben wir nicht und werden wir auch hier, glaube ich, so schnell nicht haben. Okay, wir haben 2.600 € bekommen für die restliche Ernte. Plus 1.200 nur. 1.300 für die Aufgabe. Ist okay, wir hatten noch nicht so viel Zeitaufwand. Das waren jetzt zumindest 20 Minuten, die wir da rein investiert haben. Ja, ist okay. Dann nochmal hier weiter. Das hier ist unser Hauptgeschäft. Hiermit verdienen wir das meiste Geld, unsere Sojaernte. Immer wieder schön. Aber der Helfer hat es nicht ganz so genau genommen hier mit der Ernte und hat die Hälfte stehen gelassen. Und das kann ich so nicht dulden. Deswegen fahren wir schneller mal die Ränder ab. Einmal hier oben und einmal da unten. Und dann haben wir das auch fertig. Dann können wir ganz beruhigt die Zeit schon mal vorspulen. Wir machen schon mal einen 15er Vorlauf rein. Und können dann gleich auch die Eier und den Raps verkaufen. Das wird gutes Cash. Ich bin auch gespannt, was wir so mit den Eiern verdienen. So bei einem Jahr jetzt. Die Hühner laufen seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Die haben wir direkt am ersten Tag im August im letzten Jahr direkt gekauft und auch Futter reingemacht. Haben wir dann die Eier nicht verkauft im Oktober, weil wir dann erst eine Palette hatten. Es hat nicht gelohnt. Ganz einfach. Jetzt ist das Jahr rum und wir können die Eier endlich verkaufen. Deswegen bin ich gespannt, wie viel das an Geld bringen wird und ob sich das am Ende des Tages lohnt. Also lohnen tut sich so oder so, wir werden damit Plus machen. Wir haben da ja nur ein bisschen was an Futter gekauft und das meiste Futter haben wir ja angesät auf dem kleinen Feld, wo war eh kein, also wo sich eh nur Gerste für die Hühner lohnt, was anderes nur lohnt auf dem kleinen Feld da ja gar nicht. Also doch, ich denke, das wird ganz gut. Und Eier sind eh, also im Vergleich zu den letzten Teilen. Welle 17 hat man ja immer einen Hühnerstall gehabt. Da waren Ställe ja generell fest verbaut auf den Karten. Man konnte ja gar nicht selber platzieren. Und der Hühnerstall, da ist man einfach immer hingegangen und hat ein paar Eier eingesammelt. Dann hatte man die Eier im Rucksack. Man hatte dann da von mir aus am Ende 5, 15, 15, 20 Eier drin, ist irgendwo hingegangen und hat sie da verkauft und hat dann dafür 100 € bekommen. Das war nicht viel. Und in Welle 19 hat man dann schon die, waren das Paletten, da waren das Pappschachteln oder wie war das da? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hatte man da ja schon wirklich Eier, die man verkaufen konnte. Da war der Preis nicht so dolle und da war auch der Ertrag nicht so gut. Aber hier mit den Paletten, die man dann verkaufen kann mit jeweils 1400 Litern, kommt nochmal ein ganz guter Preis bei rum. Also Eier lohnen mittlerweile, oder Hühner lohnen mittlerweile wirklich gut. Generell Tiere sind wirklich auch durch die Produktion, haben die ein krasses Upgrade bekommen. Hühnereier bringen viel Geld, ein guter Ertrag. Wolle bei den Schafen mit Produktion kann man das super aufwerten und verdient da auch ein gutes Geld mit. Milch bringt ja eh schon immer ganz gutes Geld, aber Produktion, Eier, nee, wir produzieren das Milcheier, okay. Nee, Käse, Schokolade geht auch mit Milch und Zucker, aber oder auch Butter bringt gutes Geld. Pferde bringen gar kein Geld mehr.
Also Pferde lohnen nicht. 5.000 für ein Pferd im Verkauf, für die ganze Arbeit. Lohnt, wie ich finde, nicht. Was sich wohl angeblich lohnen soll, sind Schweine, auch wenn da auch viel Arbeit drin steckt und die brauchen echt viel Futter. Inwieweit es so sich lohnt, habe ich nicht getestet. Ich habe es selbst nie gemacht. Das sind nur Sachen, die ich gehört habe und nicht, die ich selbst ausgetestet habe. Aber auch da, wie gesagt, immer wieder gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr so von den Tieren haltet hier im Spiel. Im Spiel, Gott. Ob ihr die cool findet. Natürlich, Tiere sind cool. Aber welche eure Lieblingstiere sind im Spiel, welche ihr am liebsten macht, welche das meiste Geld bringen, eurer Meinung nach. Und auch gerne, wie gesagt, immer Hilfe. Alle anderen Sachen, die euch einfallen, in die Kommentare. Verbesserungsvorschläge zum Projekt, zum Kanal im Allgemeinen. Mod-Vorschläge, was wir in der Zukunft so machen sollen, welche Tiere wir kaufen sollen, wollen, welche Traktoren, Maschinen, welche Fruchtsorten wir ansehen sollen. Alles, was euch so einfällt in die Richtung an Verbesserungen oder Tipps, Tricks und Dinge, die ihr im Projekt gern sehen wollt, immer gerne in die Kommentare, weil dann könnt ihr mitentscheiden. Und ja, warum soll ich ja nicht mitentscheiden? Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann könnt ihr die auch gerne nutzen und einfach eure Meinung und eure Wünsche in die Kommentare schreiben. Auf Sachen, die nicht komplett dämlich sind, gehe ich auch ein. Also, Vorschläge, die nicht komplett blöd sind, wie, keine Ahnung, verkauf alle Felder oder bau auf deine Felder Windräder. Das weiß ich. Sachen, die halt komplett nicht sinnvoll wären. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine und was ich von euch hören will oder ja, was Sinn macht zu schreiben und ja. Und oft habt ihr auch vielleicht auch Vorschläge und Ideen, auf die ich gar nicht komme, wo ihr sagt, okay, mach's doch einfach so. Ich denke so, ja, gut, können wir wirklich machen. Wäre eine Idee. Oder wirklich krasse Mod-Vorschläge, gute Traktoren. Oder auch Anbaugeräte, irgendwie eine geile Sämaschine oder sowas. Ne? Also, da gibt es ja schon gute Vorschläge, die ihr machen könnt. Wenn ansonsten auch gerne im Video einen Like da lassen, würde mich auch sehr freuen und auch unterstützen. Das zeigt mir auch, dass euch das Video gefällt. Ja, wenn das nicht der Fall sein sollte, gebt ihr am besten auch einfach einen Like, weil ja, weil es halt nett ist. Like aus Nettigkeit. Es muss euch nicht gefallen, um zu liken. Ne? Ja, ansonsten auch gerne meinen Kanal abonnieren. Natürlich würde mich auch sehr, sehr freuen. Unterstützen. Ihr kennt das Ding. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja. Ein Abo und ein Like schaden euch nicht und mich freut's. Und mir hilft's weiter bei meinem Kanal hier. So, dann bringen wir den Trecher mal zurück zum Hof. Wir waschen auch den. In der letzten Folge haben wir uns einen Kärscher gekauft und haben dann, nee, in der vorletzten Folge. Ich nehme wieder ein paar Folgen im Voraus auf, weil ich wieder nicht zu Hause bin. Auch nächste Woche zum DLC Release vom Vermeer DLC heißt es, glaube ich, bin ich nicht zu Hause leider. Obwohl ich ja gerne auch diese Geräte testen würde auf diesem Projekt, aber wir werden das sofort nachholen, wenn ich wieder da bin. Dann werde ich sofort ein Video aufnehmen und wir werden uns sofort dann mit dem Geld, was wir jetzt später hier erwirtschaften werden durch den Verkauf von den Waren, werde ich sofort dann gucken, dass wir vielleicht Vermehrgeräte ranbekommen, die nicht ganz so teuer sind. Also eventuell bekommen wir dann ein gutes Mähwerk, was nicht ganz so teuer ist, oder eine Ballenpresse, wo wir vielleicht auch die Ballen pressen anstatt einen Ladewagen oder irgendwie einen Schwader oder sowas, was da halt mit drin ist. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber irgendwas Cooles. Ich hätte gerne die selbstfahrende Ballenpresse. Das ist schon ganz cool, aber wir müssen aufs Geld achten, wenn was Cooles dabei ist. Würde ich das gerne, gerne kaufen, auch hier in dem Projekt, weil wir werden dann ja bald mit Schafen anfangen, jetzt wirklich nach dem Winter. Und dann ein cooles neues Gerät von Vermeer wäre echt ein Upgrade für den Hof. Und es ist neue DLC, also ich würde ja gerne die DLCs, weil ich habe den Season Pass und die DLCs nicht zu benutzen wäre blöd. Deswegen haben wir auch einen Kubota hier auf dem Projekt. Wir hatten oder haben noch auch einen Antonio Carraro Traktor Erlengrad und ich benutze die DLC-Fahrzeuge sehr gerne, weil der Season Pass kostet 40 Euro. Die DLCs ohne Season Pass wären teurer. Und die Geräte nicht zu nutzen wäre Schwachsinn, wenn man sie eh schon hat. Deswegen werden wir uns auch noch auf
jeden Fall mehr Geräte kaufen. Wenn nicht hier, dann auf irgendwelchen anderen Projekten. Eventuell auf Twitch drüben. Da auch mal gerne vorbeischauen. Erster Link in der Videobeschreibung und reinfolgen. Würde mich auch da wirklich freuen. Da gibt es öfter mal Streams in allen möglichen Simulatoren. Heute, wo ich das Ganze aufnehme, 17.8. war SnowRunner Stream. Aber auch ETS, ATS, LS22, da gibt es alles. Und das nur so am Rande. Genau, deswegen die DLCs will ich in so vielen Projekten wie möglich benutzen. Also vor allem die Traktoren und auch Anbaugeräte. In so vielen Projekten wie möglich will ich DLC-Fahrzeuge benutzen, weil die habe ich gekauft. Und die nicht zu benutzen wäre blöd. Ich habe das, in 19er hatte ich nur ein DLC, das war das Platinum Addon, also das Class DLC. Und ich habe es nie benutzt. Ich hatte dreimal einen Glas-Traktor in all den Jahren. Dreimal hatte ich einen Glas-Traktor. Ich habe einmal einen Teleskoplader benutzt von Class und einmal den Ladewagen. Und das war's. Alles andere habe ich nie benutzt. Und das DLC war eigentlich, ja, verschwendetes Geld, mehr oder weniger. Es war nice to have, es war ein cooles DLC. Geil war die Funktion, dass die Schneidwerke bei den Glasdrechern immer attached sind automatisch. Das war in dem DLC ja, glaube ich, mit drin. Das ist ja mittlerweile im LS22 Standard, dass die Schneidwerke alle automatisch attachen und man die nicht 100% gerade drauflegen muss. Aber ja, das DLC war quasi verschwendetes Geld, weil ich habe es nicht benutzt. Und das soll anders sein hier, weil ich habe jedes DLC am Ende des Tages. Weil ich habe den Season Pass. Das heißt, alle DLCs, die es gibt, habe ich. Ich habe auch das, den Class Settle Track, den habe ich auch nie benutzt tatsächlich. Das war beim Vorbestellen vom LS22 dabei. Das Ding ist mir zu groß und es hat was mit Gülle zu tun und Gülle fahre ich keine. Meistens nicht, weil ich einfach nicht die Menge an Gülle habe, dass es sich lohnen würde, Gülle zu fahren. Deswegen fahre ich eigentlich nie Gülle. Jetzt wieder noch dieses komische Gülle-DLC, was da noch kommt von Creative Mech war das, glaube ich. Das werde ich mir auch nicht kaufen, weil wenn ich Gülle fahre, dann kaufe ich mir einfach einen Gülle-Pass und gut ist. Und dann fahre ich mal ein paar Felder voll mit Gülle. Aber das war's dann auch. Ich brauche jetzt nicht immer dann da noch das Gülle-DLC, weil ich das nicht benutzen werde. Halt nie Gülle fahre, mehr oder weniger. Aber alle anderen DLCs, Antonio Carraro, war ganz cool für die Weinberge, da ein bisschen rumzufahren. Ansonsten auch das Kubota DLC gar nicht mal so schlecht, wirklich gut. Hey, Fahrersitze finde ich für den Multiplayer auch eine geile Geschichte. Das Vermeer DLC wird sicher auch ganz cool. Und dann das Platinum Addon am 15. November kommt das, glaube ich. Da freue ich mich auch mega, mega krass drauf. Das wird richtig, richtig cool. Da wird es auch entweder hier oder auf Twitch oder sogar beides um ein Projekt geben. Wo wir dann auch ein bisschen spielen werden. Auf der neuen Karte Silver Run Forest, genau so ist die Karte. Und dann machen wir da ein bisschen Action und fällen da schön einen Baum nach dem anderen. So, das hier ist unser neuer Anhänger, den wir uns kaufen für den Verkauf von den Eiern später. Aber erst in der nächsten Folge. Deswegen würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.